Ja, Geburt. Und dann haben wir keine ganz lange Rücken geguckt und hat geraucht. So muss man das machen, ja? Bist du bescheuert, oder? Der nächste, bitte! Der bin ich! Ich bin der Nächste! Schwester! Hat dieser Kassenpatient einen Dreck seine Praxisgebühr bezahlt? Ich habe lang gespart, ja, und ich glaube, es ist eine Wurzelbehandlung für mich. Eine schöne, langanhaltende Wurzelbehandlung. Dann tun wir nichts. Wisst ihr, hat der andere ein Problem mit mir? Klappe! Ja, Herr Doktor. Also am Mittwoch, da war ich bei einem Zahnarzt. Ja. Der ist mir empfohlen worden von dem, bei dem ich am Montag war. Und der ist ja wiederum der Bruder, von dem ich ins Sonntagszimmer gehe. Die Mutter hat den beiden alles beigebracht, was sie wissen. Zu der ich ja am liebsten, ja. Obwohl man ihr gesagt hat, sie ist schon viel zu alt. Ja, sie kann mich gar nicht mehr richtig sehen. Aber sie erkennt von keinem deiner Stimme, ja. Und sie hat eine unglaubliche Kraft. Das denke ich auch am liebsten zu ihr. Hey, also wenn man der erklärt, wo die Wurzel an Lübe steckt, der dann arbeitet sich vor bis dahin, erkennt das Problem und für seid ich das? Ja. Ich mach das leider immer gar nicht so lange an. Wenn ich doch nur so sein könnte. Ja, jetzt ist los, komm! Hey, was ist los? Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal beim Zahnarzt war. Da habe ich mir gedacht, hey Mann, das ist ein Job, ne, der Tontonnen. Und alle sagten, Herr Doktor, da habe ich mir gedacht, wieso sagen gerne Herr Doktor, der ist doch gar keiner. Als ich nachher wieder rausgekommen bin, Mann, das ist gar nicht mehr eine Tafel. Schokolade. Fuki. Und da habe ich mir gedacht, hey Mann, die geben mir eine Tafel Schokolade. Nur weil ich schon eine Kleinigkeit nicht gegeben werde. Halt die Klappe! Da geht man zu so einem unglaublich wundervollen Profi, der hat sich irgendwo Instrumente. Ja, ja, jetzt geht's los, komm, komm, komm! Entschuldigung, Herr Doktor.